gar nichts gesagt. Oh, scheiße. Tag 4. Oh, muss ich da jetzt... Oh, nee. Bin wieder da. Naja. In einem Stück. Was? Warum? Naja, interessante Sachen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es waren nur ein paar Plünderer und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Sie hatten einige Waffen, aber sie richteten nicht für alle, reichten nicht für alle aus. Keiner von uns wurde verletzt und der Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisteten gute Arbeit. So, okay, wie ich mir gedacht habe, die Kollegen sind noch müde, aber das passt. So, und siehst du, und die Axt ist zum Beispiel gut auch zur Verteidigung. Also das darf man dann halt auch nicht vergessen, ne? So, du bist hungrig. Du fühlst dich... Scheiße, die fühlt sich auch krank. Verdammt. Aber das läuft ja hier überhaupt nicht gut, Mann. Ja, ja, komm, verzieh dich. Oh, oh. Oh, das sieht richtig bitter aus für uns. Ein Kollege ist ja nur leicht krank. Komm, du schmeißt jetzt eine Pille rein. Das reicht erstmal, das ist okay. Ich habe jetzt Sachen gesammelt, du kannst hier erstmal oben noch Holz hacken. Das geht auf jeden Fall. Der Schneemann ist ja Gott sei Dank schon fertig. Schneemann Susanne. Ja. Aus dem IKEA-Katalog. So, du kannst jetzt schlafen. Du wirst auch direkt durchpennen, würde ich sagen. Also auch in der Nacht. Katja ist nur müde. Das ist ja interessant. Also immer, wenn sie irgendwie durch die Gegend schleicht, wird sie auch nicht krank. Das ist interessant. Dann machen wir das auf jeden Fall auch so weiter. Die kann am meisten schleppen. Ist ja logisch, dass sie dann die ganze Zeit auch was macht. Aber da zu den Leuten hin... Boah, shit. Wie kann ich die Leute jetzt nicht abschlachten? Doch, kann sie schon. Aber da sind doch so viele Leute. Eieiei. So. Dann haben wir... Damit können wir unsere Hütte auf jeden Fall verteidigen oder besser verteidigen. Ich weiß nicht, ob sie dadurch wärmer wird. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Sägeblatt. Ah, hier ist das Sägeblatt. Und draußen regnet's. Ich glaube, wir bauen das Sägeblatt. Pass auf, wir bauen das Sägeblatt. Dann gehen wir doch nochmal zum Doppelhaus. Oh, ich hätte da was für dich. Kleinen Teddybären. Ja, nur versteck dich doch nicht, Kollege. So, dann hier. Ich muss den verbessern, verdammt. Und ich brauch... Ich hab schon wieder diesen Amboss vergessen. Was war das nochmal? Sieb? Ich krieg das nicht in meinen Schädel rein. Das ist doch kein Sieb. Verdammt nochmal. So. Ach, ein Mixer. Ja, es ist auch kein Sieb. Es ist ja auch ein Mixer. Was denn sonst? So, Kinder, schlaft mal aus. Sie ist gut im Schleichen. Sie kann gut feilschen. So, du hast was in der Biografie. Marien. Ist also was kaputt? Ich kann es reparieren. Liegt hier nutzloser Abfall herum? Ich kann viele nützliche Sachen aus Schrott machen. Und ich verwende keine Materialien. All diese Teile, Holzstücke, Kunststoffröhren und alle anderen, wie heißt das, Sachen. Ich weiß, wie man Werkzeuge, Möbel, Herde, Heizgeräte herstellt. Wenn ich genug Zeit erhalte, kann ich diesen Ort beinahe in ein richtiges Haus verwandeln. Ich wünschte, es wäre mit meiner Zahnlücke nicht so einfach. Meine Geschichte. Die Leute schätzen nun ihre Besitztümer. Früher haben sie einfach alles, was kaputt ging, weggeworfen. Es war schwierig, von meiner Werkstatt zu leben. Die Kunden kamen ein- bis zweimal am Tag vorbei, wie beispielsweise diese ältere Dame, die das gleiche Bügeleisen benutzt, das heißt, die junge Braut. Scheiße! Es gab Ausnahmen. Na, ah, dieses Bügeleisen. Furchtbar. Da würde ich auch direkt an die Decke gehen. So, zack, hier, falschen. Haben wir denn überhaupt was zu falschen? Elektroteile können wir falschen. Hm. Was brauchen wir denn jetzt genau?
Kleinere Teile brauchen wir. Hier, Kollege, du kannst schlafen. Nee. Bist du das nicht? Leicht krank. Na, mal sehen. Bist du es überhaupt? Hallo, Nachbar. Du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als das noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, könnten wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Sehr sympathisch. Ich würde sagen, da schicken wir sie hin. Genau, da schicken wir sie hin, weil sie ist krank. Und wenn sie weg ist, sehen wir nicht, wie sie krank ist. Nein, dann wird sie nicht noch mehr krank. Das wollte ich sagen. ja, dann gib mal Hackengas. Schön da nach oben und dann passt das. Haben wir noch etwas zum Abreißen hier? Nee, sieht nicht so aus. Gut, also nichts mit Falschen. Wir haben ein Sägeblatt. Wir haben... Was brauchen wir noch? Wir müssten da unten nachher in den Keller, in diesem Doppelhaus. Ah ja, geh mal schon rüber. Mit deiner Krankheit. Ja gut, was soll's. Also wenn jetzt hier einfach nichts passiert, dann können wir noch ein bisschen Kram sammeln. Was brauchen wir denn hierfür? Da brauchen wir doch auch irgendwas Tolles. Nee, stimmt nicht. Da brauchen wir nicht so ein Tempomat oder Tempometer oder was das ist. Wir brauchen einfach nur Scheißteile, ey. Viel zu viele Teile brauchen wir. Was sagt das Radio? Genau, sammel doch nochmal einfach mal ein bisschen. Bisschen Schnee. Achso, gut. Wir sind immer noch sehr kalt. Ah, klassische Musik. So. Wassermangel. Nichts Neues. Ah, hier ist was Neues. Die internationale Gemeinschaft hat Verhandlungen hinsichtlich der Möglichkeit einer militärischen Intervention in Graznavia aufgenommen, um einen Waffenstillstand zu erzwingen und somit sicherzustellen, dass die humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung erreicht. Okay. Aha. Ja, das ist tatsächlich nur Musik. Ja, da ja tatsächlich nur noch Schnee schaufelt hier, passiert, glaube ich, hier erstmal nichts heute. Ich würde sagen, dann geben wir einfach mal Gas. Takt beendet. Nee, warte mal. Er hat ja immer noch... Nee. Er hat keinen Hunger. Sie hat auch keinen Hunger. Achso, die andere, die wir weggeschickt hatten, die hatte noch Hunger. Egal. Passiert. So. Plündern, schlafen, nee, Wache stehen. Oh, guck mal hier, ruhiges Haus. Eine Menge Lebensmittel, Medikamente, etwas Waffen, einige Teile. Lebensmittel werden gut. Teile. Gefahr. Waffen. Etwas Materialien. Wir brauchen Materialien, verdammt. Ich will einen Supermarkt. Gehen wir hier nochmal hin? Oh, gehen wir da nochmal hin? Da können wir Sachen finden, noch und nöcher. Komm, komm, da gehen wir nochmal hin. Was soll's? Vielleicht. Oh Gott, ganz leise jetzt. Sind sie wieder da? Nee. Komm, verzieh dich. Ja, genau. Guck mal schön, Kühlschrank. Komm, 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 rüber. Nein! Wieso hast du mich denn schon gesehen, Mann? So, jetzt können wir das nämlich hier auf, siehste? Haha. Können wir das nämlich aufsäbeln. Versteck dich nicht. Wieso siehst du mich? Wow. Nicht schießen. Ist da auch wer? Nee, da ist niemand. Du bist tot, ja. Gott. Nehmen wir alles mit. Kommen wir jetzt hier irgendwie hoch? Okay, gut. Dann hat sich das ja... Boah, noch eins. Scheiße. Was da oben wäre? Scheiße. Ist da wer? Ist es eine Maus?
Es ist aber aus. Was ist das da? Bitte, lass es auch eine Maus sein. Oh Gott, was war das? Oh Gott. Schnell zu, schnell die Hütte zu. Mach zu, die Scheiße. Mach zu, mach zu. Nein, mach, mach zu, mach zu, mach zu. Was machst du denn da? Okay, es ist eine Maus. Oh Gott. Leute. Yay. Das lohnt sich ja richtig hier. Ah, wo, obwohl. Ach komm, da oben läuft keiner. An der Wand stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf. Petra. Ich kann keine Stimme imitieren. Es ist so furchtbar. Ich glaube, es hört sich eher lächerlich an, als dass ich das irgendwie mit Atmosphäre reinbekomme. Ich glaube, ich lasse es einfach. Oh, da ist er, da ist er. Fuck. Alter, 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 Alter. Lass mich in Ruhe. Du machst nichts, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Scheiße, du siehst mich. Du machst nichts. Boah. Alter Finne. Ich dachte, das ist dieser Arsch. Versteck dich nicht. Mein lieber Scholli, ey. Gott sei Dank. Was? Schlampen? Ja gut, dieses Haus habe ich dann komplett ausgeräumt, außer da unten. Ja gut, das war eigentlich, glaube ich, mehr als sinnfrei. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Teddybär? Ich will kein Teddybär. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nicht schießen, nicht schießen. Hör doch mal auf, da irgendwelche Faxen zu machen. Alter Finne. So, da hinten ist auch noch was. Hier gibt's Futter. Alles klar. Da gehen wir auf jeden Fall das nächste Mal nochmal hin. Keine Materialien, so gut wie keine. Hier, Axt. Axt. Oh, fick dich. Oh, fick dich. Ich muss noch zurück. Komme ich da auch irgendwie raus? Doch, da komme ich auch raus. Ich gehe da lang. Leise. Verdammter leise. Vielleicht komme ich da. Ah, okay. Alles klar. Ja, hier ist ja nichts. Hier kann ich ja rennen. Hier kann ich noch runter. So, okay, dann machen wir das hier nochmal fix. Vielleicht finden wir da noch was. Teile. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist super. Damit füllen wir ja nur auf. Hier, das ist super geil. Scheiß Teddybär. So, aber von dieser Seite kommen wir nicht ran, weil das ist ja verbarrikadiert. Gut, dann machen wir das jetzt so, dass wir von dieser Seite aus flüchten. Okay, war auf jeden Fall besser als letztes Mal. Aber Alter. Oh. Als dieser Typ da rumkam, oh, ich dachte, nee. Was ist denn da jemand jetzt da oben? Tag 5. Boah. Da bleibt er echt daherstehen. Hallo, seht euch die ganzen Dinger an. Ja, ja, haben wir schon alles gesehen. Nein, schon wieder. Die haben mir geklaut. Tabakpflanze. Nein. Zucker. Ich wusste gar nicht, dass wir Zucker haben. Ja, ich habe keine Scheiß-Tabletten.